Hey Leute, mein Fahrrad ist gekommen. Heute, nach einer Woche. Vergangene Woche, Donnerstag bei Aldi gekauft. Achso, pass auf. Das wird jetzt lustig. Vergangene Woche, Donnerstag bei Aldi gekauft. Und schon hat es die noch nicht mal 50 Meter bis in meinen Garten geschafft. Naja, Aldi hat die Fahrräder ja nicht vorrätig gehabt, also wurden sie zugeschickt. Ein Profete Herren Trekkingrad E-Bike 28 Zoll. Ja, was soll ich sagen? Also im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar auf dem Papier. Und wie es denn so sein wird, das gucke ich mir jetzt mal an. Der Karton ist hier ein bisschen eingedrückt. Ich hoffe, dass das Fahrrad dabei keinen Schaden genommen hat. Mal gucken, ob es da irgendwie eine Öffnung gibt. Nee, ich denke mal, ich klappe den einfach hier hoch. Hei, 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 da ist es. Ganz schön groß. Also so groß wie ein Fahrrad halt ist. Und auch ganz schön dreckig. Können die Leute keine Handschuhe tragen, wenn sie die Fahrräder in den Kartons lichten? Naja, gut, ich denke, ich werde es mal auf die Seite legen, um es dann rauszuziehen. Ständer hat es, ja, es hat einen Fahrradständer, das ist wunderbar. Und da ist es, das gute Stück. Schon ziemlich vormontiert. Der Lenker steht noch nicht ganz so, wie er soll. Trotzdem mal der erste Eindruck. Dreifach Kettenblatt vorne. Hier hinten, das ist übrigens der Motor. Profete nennt das Trio-Motor. Wenn ich richtig gelesen habe, ist der wohl baugleich mit irgendeinem chinesischen Ding. Heißt, Ersatzteile sollte man dafür bekommen. Die Gangschaltung. Vorne der Umwerfer. Hier dieser monströse Akku. Mal die Verpackung hier so ein bisschen auf Seite zu. Okay, also ich werde auf jeden Fall die Pedale dran bauen müssen, den Lenker gerade stellen und dann mal schauen. Also, jetzt mal ehrlich, für noch nicht mal 900 Euro bekommt man hier ein Fahrrad mit halbwegs brauchbarer Scheibenbremsen, mit einem großen Akku. Klar, kein Mittelmotor in der Preisklasse, sowieso nicht. Aber einem Hinterradmotor. Es hätte ja auch ein Vorderradmotor sein können. Nein, es ist ein Hinterradmotor. Verkehrssicher ausgestattet. Rücklicht, vorne ein Licht, Reflektoren an den Mänteln. Und tatsächlich sogar ein Display und nicht nur irgendwie 5 LEDs. Ja, nicht schlecht. Der Sattel ist natürlich jetzt nicht so schön hier mit dem Schriftzug. Kann man nichts machen. Aber, ja, das hängt irgendwo fest, da muss ich wohl einen Seitenschneider holen. Der Gepäckträger wirkt auch sehr filigran und schmal. Das gefällt mir. Ist aber offenbar nur hier unten befestigt. Das heißt, die Belastung dürfte nicht so groß sein, die da aushält. Ja, hier hat man die ganzen Kabel verlegt. Die kommen hier alle aus dem Akku. Wo kommt dann das Kabel von der Bedieneinheit her? Das läuft hier rum, dann am Steuerrohr runter und hier rein. Ja, super. Durch einen Rahmen verlegt, nicht schlecht.
aber nicht alles. Die Bowdenzüge für die Schaltung, die laufen hier ein Stück weit frei. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so toll. Da muss ich mal gucken, ob ich das da wieder reinkriege. Beziehungsweise, nee, ja, das ist ja mal ein totaler Murks. Was soll denn das bitte? Also, guckt euch das mal an. Ach so, es ist offen hinten. Ich habe jetzt gerade schon überlegt, wie soll ich denn das Kabel da drüber kriegen. Ja, das stecke ich gleich wieder zusammen. Ist natürlich nicht besonders schön. Das heißt, während des Transportes ist DHL nicht unbedingt zimperlich umgegangen mit dem Paket. Ist das ein Kratzer? Nee, nur Dreck. Also dafür, dass es neu ist, guckt euch mal hier die Fingerabdrücke an, ist es ganz schön dreckig. Das ist, nee, das geht eigentlich nicht. Bei einem neuen Fahrrad erwarte ich auch, dass es neu ausschaut und nicht, guckt euch das an hier, Staub und Dreck und Schmutz, auch hier. Ja, vielleicht wurde es ja wie ein Rad zweiter Klasse behandelt, weil es zum Dumpingpreis verkauft wurde. Hier hinten auch. Ja, ist alles nur Dreck. Das ist tatsächlich keine Kratzer. Ja, wäre tatsächlich nicht mein erstes nagelneues Rad, was ich mir zugelegt habe. Aber definitiv das erste, was dreckig ist. Ja, das muss man jetzt mal so sagen. Okay, ich gucke noch mal hier in die Box rein. Ah, super. Ein 3 Schlüssel für den Akku, ein Multitool, 15er, 14er Maulschlüssel, 2, boah, doch schon recht schwere, ich würde sagen Gussaluminium, das sieht so aus, Pedale mit gummierten Anti-Rutsch-Flächen und ein extrem leichtes Ladegerät. Also jetzt mal zum Vergleich, ich bin jetzt eine Zeit lang hier das Pegasus Probe gefahren, das heißt Probe gefahren, habe ich mir ausgeliehen. Und der Akku von dem Pegasus ist etwa genauso groß. Das Ladegerät ist aber dreimal so groß und auch doppelt so schwer. Nee, mehr als doppelt so schwer. Vielleicht vergleiche ich das nachher nochmal. Gut, dann haben wir hier irgendwas, ein Gummi. Puh, wofür mag der sein? Irgendein Gummi, der irgendwo für da ist vielleicht. Ja, muss mal gucken. Hier, guckt euch das an. Da ist wahrscheinlich das Rad im Karton permanent, ja, das ist jetzt schon kaputt, ne? Permanent dagegen gedonnert. Oder ich weiß es nicht. Das ist komplett, nee, ist nicht abgenutzt, das ist klebbar. Ach, das ist aber doof. Ja, gut, also wenn wir jetzt mal von dem Allgemeinzustand des Fahrrads beim Auspacken ausgehen, ja, dann kannst du eigentlich 100 Euro abziehen, dann erklärt schon, wo so ein Preis herkommt. Vielleicht haben die ja, bevor sie Aldi das Angebot gemacht haben, erst überlegt, welche Fahrräder sehen ja nicht so toll aus, haben irgendwelche kleinen Makel und die bieten wir dann mal Aldi an. Nee, ich will da jetzt nicht spekulieren, aber ja, mal schauen. So, grundsätzlich würde ich sagen, ich packe es jetzt mal komplett aus, lese in der Anleitung nach, welche Schrauben mit wie vielen Newtonmetern angezogen werden müssen und zeige dann das fertig zusammengebaute Fahrrad nochmal. Wir haben ja die Kiste sogar hier hergestellt, weil ich einen Paul in der Frage hatte. Oh, das ist aber nett von denen. Echt? Die waren zu zweit? Ja, es war auch zweimal Lieferservice, war da gestanden. Wahrscheinlich, oder? Ja, wegen der Größe, diesen Karton. Warte mal, ach so. Ich nehme schon auf, ne? Guck mal, ihr habt das ja gar nicht gesehen. Das ist der Karton. Nur mal so für die Dimensionen. Ich würde sagen, der ist so 1,80 lang.
und 40 cm hoch. Okay. Dann mal anfangen mit Zusammenbauen. Also ich werde jetzt versuchen, nur mit dem mitgelieferten Multitool und dem Maulschlüssel das Fahrrad verkehrstüchtig zu kriegen. Schon Flugrost. Nagelneu mit Flugrost. Dein Kind drin verschwunden, ne? Willst du wieder rauskommen? Mittlerweile ist das Rad halbwegs zusammengebaut. Ich habe es endlich geschafft, den Lenker mir einzustellen, wie ich es wollte. Es ging eigentlich ganz gut mit dem Multitool, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Die Schraube für die Klingel ist zu kurz, deshalb kann die Klingel tatsächlich nur an der schmalsten Stelle hier unten befestigt werden. Hier ist es so, dass die Bedienung des Motors und die Schalthebel sich fast in die Quere kommen. Ja, die Griffe sollte ich vielleicht noch ein bisschen drehen wegen der Handballenauflage. Aber mittlerweile habe ich auch herausgefunden, wie man den Akku rausnimmt. Vorhin dachte ich, man schließt auf und zieht da, aber nie falsch. Man musste nach hinten wegdrücken. Dann geht das ganz locker flockig. Also das hier ist der Akku. Er steht hier 12,8 Amperestunden und ja, wieder aufladbare Lithium-Ionen-Batterien natürlich. Dieses Plastik-Nüpsi habe ich mittlerweile auch befestigt. Was denn? In einem Gartenhaus. Dann nimm dir meinen Schlüssel, der liegt, weiß ich nicht, in meiner Hosentasche. Warte hier. Okay, genau, das habe ich mittlerweile hier wieder befestigt. Was ist das hier? Warte mal, ich zeig's dir. Der hier. Und das sieht natürlich nicht schön aus. Das ist auch irgendwie ein bisschen scharf, wenn man ganz schnell dran vorbeifährt. Wieso sollte man an dieser Stelle irgendwie das berühren müssen? Unwahrscheinlich. Ja, alles in allem sieht das Rad schon sehr schick aus. Ja. So,
Eigentlich sollte man jetzt vielleicht den Akku mal komplett laden. Er ist ja fast voll. Ich denke, dass hier unten der Ladeanschluss ist. Sieht so aus. Ja, dann wäre jetzt die Frage, wie schaltet man den Motor ein? Wahrscheinlich an den Einschalter. Ich drücke mal länger drauf und gucke mal, ob hier oben was passiert. Emilia, der Bagger ist für den Paul. Nicht, dass du den kaputt machst. Nein, der Knopf scheint tatsächlich nur für die Ladestandsanzeige am Akku zu sein. Gut, vielleicht hätte ich jetzt doch die Anleitung lesen sollen. Also länger auf Plus oder länger auf Minus zu drücken, bringt auch nichts. Ha, okay, eins, da ist noch eine Taste. Super. Da ist die Einschalttaste. Gut, vielleicht länger drücken. Nein. Kurz, ganz lange. Jetzt, Trio, erste Mitnahme. Irgendwas blinkt, ja, der Akku ist ziemlich voll. Hier kann ich jetzt die Unterstützungsstufen durchschalten. Okay, das ist die Schiebehilfe. Ist ja klasse. Gut, dann fahre ich mal kurz. So, jetzt wäre ich fast losgefahren, aber die Luftpumpe wäre gar nicht so schlecht, denn da ist viel zu wenig Luft drin in den Reifen. Das mache ich jetzt noch schnell und dann kommt die erste Probefahrt. So, ich bin jetzt gerade eben mal ein bisschen gefahren und der Motor ist sowas von leise. Hört ihr das? Ja, ihr hört, dass ihr nichts hört. Also bei so 24 bis 24,6 hört die Unterstützung auf, was aber nichts macht. Man kann auch schneller fahren, wenn man möchte, dann eben ohne Motorunterstützung. Bei dem System ist die Unterstützung nach Geschwindigkeit gestaffelt. Maximal 25 km/h in Stufe 5, die wir jetzt haben. Und die Beschleunigung ist echt ganz gut. Es fährt sich im Prinzip wie ein völlig normales Fahrrad. Rollt auch gut. Und ich werde jetzt mal schauen, wie ich da vorne bei der Schleuse den Berg hochkomme. Ob das aus dem Stand so leicht ist wie mit dem anderen Pedelec oder vielleicht nicht. Der Motor hier hat ja weniger Newtonmeter als bei dem ausgeliehenen Fahrrad. Okay, los geht's. Ah, da quält sich jetzt der Motor ganz schön. Ohne große Kraftanstrengung, aber in Schrittgeschwindigkeit.
Hier geht's dagegen wieder zügig weiter. So, ich fahre jetzt nochmal den Berg da oben hoch. Oder die Steigung. Aber diesmal mit voller Motorunterstützung. Also sozusagen mit Anlauf. Mal gucken, wie gut das dann geht. Ja, da geht der Motor völlig in die Knie bei der Steigung. Und wie man hier unschwer erkennen kann, 519 Watt, sagt er, werden jetzt gebraucht, um mich hier mit Schrittgeschwindigkeit hochzuschieben. Wobei der Wert tatsächlich nicht stimmen kann. Der ist einfach viel zu hoch. Ich bin jetzt 15 Kilometer gefahren und ich muss sagen, alles in allem ein relativ solides Fahrrad mit einem schrecklichen Sattel. Mir tut der Hintern sowas von weh. Der muss unbedingt getauscht werden. Macht Spaß. Ich wiege 103,4 Kilo mit Kleidung und Helm. Dürfte das so um die 115 Kilo sein. Bis 150 Kilo Zuladung ist das Rad ausgelegt, aber schon bei meinem Gewicht habe ich bei normaler Fahrweise die volle Unterstützung von 25 km/h nicht erreicht. Da macht der Motor einfach nicht mit. Ich bin mir nicht sicher, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, 30 Newtonmeter. Ah, die sind leider so ein Ticken zu wenig hier. Das Pegasus hat, ich glaube, 50 Newtonmeter. Okay, es hat auch einen Mittelmotor, aber ist egal. Und man merkt den Unterschied enorm. Ich habe auch das Gefühl, dass der Akku schneller leer wird. Bin mir da jetzt aber nicht sicher. Den lade ich jetzt über Nacht mal voll und schau mal, wie weit ich morgen dann damit komme. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass der Motor nachläuft. Anscheinend wird hier nur gemessen, ob man tritt. Und wenn man tritt, dann kriegt man die Motorunterstützung. Beziehungsweise ob sich die Kurbeln bewegen. Bei dem Pegasus ist das so, dass hier so ein Druckpunkt ist. Im ausgeschalteten Zustand merkt man das nicht. Und erst wenn man diesen Druckpunkt erreicht hat, dann kriegt man Motorunterstützung. Und sobald man vom Pedal runtergeht, ist die auch direkt wieder weg. Das ist hier nicht der Fall, das läuft nach. Also ist es besonders wichtig, dass die Bremsen gut funktionieren. Hier habe ich jetzt gerade mal eingebremst. Das sollte man immer machen, so 20 scharfe Bremsungen. Ansonsten, wenn man nur leicht bremst, dann bremst man den Bremsbelag glatt und ja, ohne Bremse ist nicht so toll. Ich bin ganz zufrieden. Es war auf jeden Fall kein Fehlkauf, um es mal so zu sagen. Im Grunde genommen ein ganz nettes Rad. Aber wenn ich es nochmal vergleichen sollte, ja, also hier das Pegasus, um genau zu sein, ist es ein Upero E8R. Das liegt einfach solider auf der Straße. Das wiegt auch locker 10 Kilo mehr. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Aber man fährt damit sicher. Und wenn man jetzt mal bergab ordentlich reintritt und bei 50 km/h ankommt, dann ist das halt einfach so und man fährt immer noch sicher gut geradeaus. Bei dem Prophete-Bike hier, dem Aldi E-Bike, ich hatte vorhin gerade eine Stelle, da bin ich bergab so mit 45 gerollt und mir kam das fast doppelt so schnell vor wie beim Pegasus und ich dachte mir, nee, jetzt musst du abbremsen, das ist zu heikel. Das Gefühl habe ich hier nicht, hier schon.
Und ja, das ist natürlich schade. Auf der anderen Seite auch natürlich wieder gut, denn dann fährt man nicht so schnell. Das ist auch viel sicherer. Für die Stadt okay, für Erlangen super. Es gibt 2-3 Steigungen, mehr nicht. Und ansonsten ist das ja hier alles flach. Und wenn man es schafft, aus der Stadt rauszuradeln, sobald man zurückfährt, hat man ja wieder bergab. Wenn wir hier in den Bergen wohnen würden oder im Rheinland, ich glaube, dann wäre es ein Fehlkauf. Aber so ist es ist okay. Es macht Spaß. Die Steigungen werden einfach mit dem Rad nicht so glatt gebügelt wie mit dem Pegasus. Obwohl es viel mehr wiegt. Und ja, das ist erstaunlich. Gut, zwischen den beiden Rädern, naja, es ist noch nicht mal der doppelte Preis. Das kostet einfach das Dreifache von dem hier. Und das darf man nicht vergessen. Ja, ich denke, mit ein paar anderen Griffen und einem neuen Sattel ist das ein gutes Rad. Und wenn es 2 Jahre hält, dann ist es super. Ach so, einen Kritikpunkt habe ich, und zwar einen massiven. Also, es ist in Ordnung, dass der Bremshebel so weit innen liegt, denn dann greift man den mit 3 Fingern und das geht auch ganz gut. Aber der Abstand ist jetzt hier übrigens, genau, da komme ich jetzt dazu, weil hier ja das Bedienelement für den Motor ist und der Tacho. Das macht nichts. Was aber unheimlich was macht, ist die Position der Schalthebel. Die ist nämlich viel zu weit innen, besonders hier. Und es ist auch etwas gewöhnungsbedürftig, permanent nach links auf den Tacho zu schauen. Das ist dann tatsächlich hier beim Pegasus viel besser gelöst. Der Tacho ist in der Mitte. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich denke, nachdem man die Unterstützung ja sowieso nicht so häufig ändert und auch die Modi nicht so durchschaltet, das kann ich nochmal zeigen. Und zwar über den Einschalter kann man hier die verschiedenen Modi durchwechseln. Also Maximalgeschwindigkeit war ja nicht 45, sondern 42,3. Und es kam mir schon schneller vor als mit dem Pegasus bei 50. Ja, durchschnittlich knapp 19,6 km/h. Also ich bin jetzt gemütlich gefahren, aber vom Gefühl her war ich jetzt mit dem neuen Aldi E-Bike etwas langsamer unterwegs, als ich es im Durchschnitt mit dem Pegasus bin. Ja. Also man hat gerade an der Zeit 45 Minuten oder 46 gesehen, ich war wirklich langsam unterwegs. Genau, das waren jetzt alle Modi. Wenn man längere Zeit auf die Plus-Taste drückt, dann sieht man, dass das Licht ausgeht. Und auch wieder an. Die Hintergrundbeleuchtung ist davon nicht beeinflusst. Und ja, das war's. In der Anleitung steht so eine Tabelle, welche Unterstützungsstufe bis zu welcher Geschwindigkeit gilt. Und 4 soll bis 22 km/h gehen, 5 dann bis 25. Ich würde eher sagen, 4 geht so bis 19 km/h. Und 5 geht bis 24. Ja, ist halt so. Wichtig ist, dass man von A nach B kommt. Und das muss man auch dazu sagen, ich bin auch ein kleines Stück komplett ohne Motorunterstützung gefahren. Geht auch. Macht halt so viel Spaß wie mit einem 200 € Discounter. Fahrrad ohne Akku. Mittlerweile ist Freitag und ich bin heute im Laufe des Tages 46,8 Kilometer gefahren. Der Akku ist tatsächlich ziemlich leer. Die Anzeige verrät mir, dass ich noch ungefähr 3 Kilometer weit kommen würde. Das bringt aber so gar nichts, denn die Unterstützung lässt bei 5 km Restreichweite so dermaßen nach. Also bei 3 km jetzt die letzten Meter
gab es noch so bis 8 km/h Unterstützung und dann nicht mehr. Also ich war mit meinem Gewicht, Klamotten und einer Satteltasche unterwegs. Das sind ungefähr so 135 bis 140 Kilo. Das ist okay. Das Rad kann ja bis 150 Kilo Zuladung verkraften. Und bin locker 5 Kilometer komplett ohne Unterstützung gefahren, weil mir die Anzeige gesagt hat, hey, du hast noch 6 Kilometer. Und ja, ich war aber noch locker 10 Kilometer von zu Hause entfernt. Das ist jetzt nicht besonders viel. Eigentlich ist das sogar sehr, sehr wenig. Ich würde sagen, der Akku ist zwar groß, aber er leistet leider nichts Großes. Oder es liegt an dem kleinen Motor mit dem niedrigen Drehmoment. Ich weiß es nicht. Oder einfach daran, dass ich mich hier bei dem Aldi-Rad für die Baumarktvariante eines Fahrrads entschieden habe. Ja, aber es ist halt der Preis, ne? Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen und ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Bis zum nächsten Video.